Willkommen zum ersten Öl. Ich stelle euch heute vom Home Essential Kit das Lemon vor, also das Zitronenöl. Das ist bei uns täglich im Gebrauch. Wir brauchen das immer am Morgen. Wir tun ein Tröpfchen in ein Glas Wasser. Also zuerst das Öl rein und dann mit dem lauwarmen Wasser auffüllen. Das ist wunderbar für den Stoffwechsel. Das macht einen basisch-neutralen Haushalt. Man kann auch den Krug vollmischen und das immer im Tag verteilt trinken. Die Tochter tut zum Beispiel auch unheimlich gut für den ganzen Verdauungstrakt. Der tue ich das oft in die Aluflaschen mitgeben. Man muss einfach daran denken, dass sie auch Giftstoffe aus dem Plastik rausschwemmen. Also nie irgendwie im Plastik trinken, sondern wirklich im Glas oder im Alu reintröpfeln und dann dort rausgeniessen. Genau. Du hast eigentlich einen doppelten Effekt, wenn du das machst. Weil alle Zitrusöle sind sehr energetisierend, stimmungsaufhellend. Und wenn du dann so einen Tropfen rauströpfelst ins Glas rein, dann nachher hast du natürlich den doppelten Effekt, weil du schmeckst es ja dann auch wirklich so wunderbar frisch. Und dann nachher, ja, tut es eigentlich gerade einen doppelten Effekt machen auf der körperlichen Ebene und auf der psychischen Ebene. Genau. Ist auch ein wunderbares Öl, um im Diffuser rein zu vernebeln, dass einfach alles ein bisschen friedlich, fröhlich, energievoll ist, dass es einfach eine schöne Stimmung gibt. Ist wunderbar zu kombinieren mit verschiedenen Baumöl oder mit Blumenöl. Da könnt ihr wirklich eure Kreativität freien Lauf lassen. Zitronen kann aber noch viel, viel mehr. Ich brauche zum Beispiel sehr viel in der Küche. Zum Beispiel in der Salatsauce finde ich es wunderbar, ein Tröpfchen zwei Zitronen. Immer daran denken, es ist wirklich ganz, ganz kräftig. Es braucht sehr, sehr wenig. Man kann auch wirklich den Zitronenkuchen einzigartig fein machen. Das ist wirklich eine Geschmacksexplosion. Dort hat man dann den Nutzen körperlich eigentlich nicht mehr. Weil wenn ja das Öl über 30, 40 Grad erhitzt wird, dann verliert es die Kraft. Aber der Geschmack, der bleibt natürlich. Und ja, ich tue jetzt immer einen Zitronenkuchen backen, wenn ich irgendwo eingeladen werde, weil der einfach alle super, super lecker findet. Genau. Zudem brauche ich es wirklich auch zum Putzen. Ist ein Allrender beim Putzen. Ich kann euch das mal zeigen, wenn man da manchmal so blöde Kleber hat, das hasse ich, dann hat es da so Rückstände auf dem Deckel, wo jetzt da so richtig blöd klebt. Dann kann man wirklich einfach ein bisschen Zitronenöl drauf tröpfeln und mit dem Tüchli drüber reiben. Und dann seht ihr, glänzt und ist frisch poliert. Also das geht wirklich ratzfatz. So geht es auch, wenn man mal einen Kaugummi im Haar hat oder an den Kleidern oder irgendwo an Harz angekommen ist bei den Kleidern. Einfach ein bisschen Zitronen drauf wirken lassen und zack, kommt sie weg. Genau. Ist auch für Kalkstellen in Badzimmer oder bei Hähnen sonst allgemein sehr, sehr unterstützend. Ich brauche das wirklich immer zum Putzen. Das ist super, super toll. Wenn ihr es in eure Bodylotion gebt, dann müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen, weil es wirkt fotosensitiv. Das heisst, wenn ihr es jetzt auch oder in Gesichtscreme tun oder wirklich an die Haut, dann nachher direkt an die Sonne gehen, dann nachher wirkt es eben fotosensitiv. Das heisst, es lässt viel, viel mehr Licht durch und es ist kein Schutzfaktor mehr da und ihr könnt wirklich die Haut dann verbrennen. Also an das wirklich immer denken. Ansonsten ist es wirklich ein wunderbares Öl, ein Must-have für jeden Haushalt, weil es so, so vielfach einsetzbar ist. Falls du irgendwelche Zusatzfragen hast oder mehr möchtest darüber wissen oder Fragen zu anderen Ölen hast, dann ist mein Team und ich sehr, sehr gerne für dich da und wir freuen uns auf deine Fragen. Einen schönen Tag, bleib gesund!